Dann haben wir hier ein Spiel aus Spanien von ursprünglichen Verlag Devir. Autsch, wo ja auch schon bei Cosmos das Spiel Die Rote Kathedrale rausgekommen ist. Genau. Die sehr erfolgreich ist. Und in Essen hatten wir schon ein Video gedreht, wo wir ein paar kleine Kartenspiele vorgestellt haben. Und das hat mir von allen am besten gefallen, weil ich dachte, das ist garantiert was für meine Kinder. Mal gucken, ob ein deutscher Verlag es übernimmt. Ich bin sehr happy, dass ich jetzt hier ein deutsches Exemplar sehe. Ja, wir sind auch sehr froh. Ist mal ein frisches Kartenspiel wieder, weil nichts runterspielen. Klar, ich sammle natürlich verschiedene Kakteen und die Blüten, die da drauf sind. Und das Interessante ist, wie bekomme ich diese Karten? Und zwar beim Kaktus, der ist ja stachelig und ich muss mich für eine Kartenseite entscheiden, wie ich die greife. Und wenn ich die Karte nehme, schaue ich halt, ob ich in die Stacheln reingegriffen habe oder nicht. In dem Fall habe ich nicht reingegriffen. Also dürfte ich diese Karte behalten. Es würde eine neue hingelegt werden und der nächste Spieler wäre dran. Und auch du hast jetzt Glück gehabt und kein Autsch. Und so nimmt man dann Reihe um die Karten. Und hier wäre es dann Autsch. Autsch, genau. Und ich lege sie wieder hin. Nein, die wird dann abgelegt. Die wird abgelegt. Ja. Und es würde eine neue dann reinkommen. Also ein ganz frischer Mechanismus, wie ich an die Karten rankomme. Und ein sehr lustiges, kurzweiliges Kinderspiel. Passt perfekt in die Kosmos-Reihe. Und da steht zwar ab 6 drauf, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich mit beiden meinen Kindern spielen kann und diesen 2 und 5. Weil Kinder verstehen das schnell und lachen sich, glaube ich, dann dick und scheppig bei dem Autsch. Ja, das ist richtig.